Hallo und herzlich willkommen bei Metalworks TV. Wir sind wieder hier mit Erik Löffel von der Firma Alulöffel. Und wir haben ihm eine Frage mitgebracht. Und zwar hat jemand geschrieben, er hat ein Problem mit der Drahtzufuhr beim Wickschweißen und hat gefragt, ob er zu blöd zum Wickschweißen ist. Und wir sind uns sicher, dass das nicht der Fall. Und du zeigst heute auf jeden Fall für alle, die noch Schwierigkeiten haben bei der Koordination, weil man ja zwei Sachen gleichzeitig machen muss, gibst ein paar Tipps und zeigst, wie man da vielleicht am Ende doch Erfolg hat. Genau. Also ich finde, du hast eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Die Koordination ist eigentlich einfach nur das Problem, beziehungsweise das Problem, das muss man halt üben. Man muss sich halt ein bisschen reinfuchsen. Wichtig finde ich immer, man braucht eine ordentliche Position. Wenn man jetzt am Schweißtisch schweißen kann, dann braucht man einen ordentlichen Stuhl dazu. Vielleicht auch einen mit Armlehne, wo man sich einfach den Arm abstützen kann. Und dann muss man sich einfach so entspannt und gemütlich machen wie möglich. Also beim Brenner finde ich immer noch wichtig, dass man nicht das ganze Gewicht auf dem Handgelenk hat. Lege ich mir den ganzen Schlauch, das Schlauchpaket immer auf den Schoß. Viele machen es über den Nacken, habe ich auch schon gesehen, das ist einfach über die Schulter legen. Ja, dann habe ich schon mal nicht das ganze Gewicht vom Schlauchpaket. Wenn noch eine Wasserkühlung dran ist, ist es ja nochmal doppelt so schwer. Und auch der Griff, du lässt den Brenner jetzt zwischen Daumen und Zeigefinger liegen? Genau, das kommt dann immer, also das ist so meine Hauptposition, das stimmt. Kommt aber natürlich immer darauf an, was schweiß ich, komme ich dann hin. Wenn es jetzt natürlich irgendwo oben ist, dann nehme ich lieber so in die Hand. Aber ich versuche das eigentlich wirklich total entspannt in die Hand zu nehmen, wirklich sehr locker, dass ich mich da nicht zu sehr verkrampfe und dann schon auf die Position konzentriere, wie ich meinen Brenner halten muss fürs Schmelzbad und wo ich lang schweiß. Aber halt nicht zu steif. So, dann, wie gesagt, versuche ich, also wenn ich ihn halt so in die Hand nehme, habe ich halt schon den Vorteil, dass ich meinen Arm auflegen kann. Und so habe ich den schon gestützt, habe ich noch weniger Gewicht da drauf. Und dann kann ich hier eine schöne Bewegung machen. Was ich immer mache, wenn ich mir mein Schweißteil hingelegt habe, ich mache immer eine Trockenübung, wenn ich mein Handgelenk so auflege, wie weit komme ich. Mhm. Ja, weil jetzt müsste ich ja nochmal umsetzen, habe ich dann vielleicht einen Hefter, an dem ich aufhören kann, dass ich dann wieder umsetzen kann, um weiter zu schweißen. Oder lasse ich meinen Arm einfach so an der Tischkante lang gehen, ja, um eine längere Naht zu machen, wenn man jetzt 20, 30 cm schweißen will. Das sind schon so viele wichtige Faktoren, mit denen man sich halt komplizierter machen kann, wenn man die nicht einhält. Und wenn man hier schon mal entspannt ist und schön locker den Brenner hält, dann habe ich halt ja, den Vorteil, dass ich mich dann halt schön auf mein Schmelzbad konzentrieren kann. Dann ist ganz wichtig die Sicht. Also ich bin dann wirklich immer extrem nah dran, dass ich es wirklich sehe, wie breit es ist und ob es ordentlich aufgeschmolzen ist. Und dann braucht man den nötigen Abstand vom Brenner zum Werkstoff. Genau. Und dann brauche ich halt den Platz, um den Draht zuzuführen. Das heißt, ab wann weißt du, also kannst du ungefähr sagen, wie die Abläufe sind, wie lange hältst du ungefähr drauf, wie sieht das Schmelzbad aus, wann weißt du, wann du näher ran musst, wann ein bisschen weg, wann kommt der Draht? Also das kommt immer ein bisschen drauf an, das sieht natürlich bei Edelstahl und Alu zum Beispiel ein bisschen unterschiedlich aus. Aber ich sag mal, man sieht es ja, ob es tief wird. Mhm. Ja, da sieht das so ein bisschen aus, als würde es einfallen. Und umso breiter es wird, umso mehr Wärme ist halt drin. Gell? Also dann würde ich halt schon, da muss man ein Gefühl dafür entwickeln, wie breit will ich meine Schweißnaht haben. Das ist natürlich auch ein bisschen typabhängig. Brauche ich eine breite, muss ich viel halten, reicht eine schmale, wollen wir eine sehr dünne Naht haben. Und dann muss man einfach sagen, okay, ich sag jetzt mal, die darf einen Zentimeter breit, das ist schon ein bisschen viel vielleicht. Sagen wir mal 5 mm breit sein. Und dann hat man das ja im Gefühl, wie breit ist er. Man kann sich auch mit einer Anreißnadel, auch mal wenn man blecht, habe ich auch schon mal gemacht, einfach wie so eine Linie, so eine Hilfslinie einfach machen, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt. Dann zeichnet man sich mal 5 mm an und sieht, okay, das ist jetzt gar nicht so breit oder das ist doch breit. Dann kommt es natürlich auch darauf an, reicht ein 2,4er Aluminiumdraht oder braucht man einen 3,2er. Ja, umso mehr, wenn ich jetzt reintupfe, habe ich halt mehr Material dann da, als wenn ich bei einem 2,4er ist natürlich logischerweise weniger. Und dann sieht man das. Aber das ist halt eine Übungssache. Dafür muss man das Auge schulen. Man muss das Schmelzbad, wie gesagt, ordentlich sehen. Dann muss man erstmal tupfen an so ein paar Übungsblechen und das einfach mal vergleichen. Mal mit hoher Amperezahl schweißen, vielleicht mal wieder ein bisschen mit niedrigerer. Das heißt, dann so rantasten. Du hältst den Brenner nah an den Punkt, wo die Schweißnaht entsteht. Wie weit entfernt ungefähr? Ich sag mal so einen Zentimeter weg, circa. Aber das merkt man auch. Das liegt dann auch beim Zünden, ob er ordentlich zündet. Und dann ich kann immer nur sagen, das ist eine Gefühlssache, das muss man wirklich testen, aber so ein Zentimeter maximal, das kann man wie gesagt schön übers Handgelenk ausrichten und dann kann man halt schön rüberführen, da muss man halt nur noch dann beim Rübergehen halt die Höhe einhalten. Das heißt, den Brenner selber, du pendelst nicht oder so, sondern du hältst ihn gerade auf der Linie? Das kommt auf die Schweißnaht drauf an, also wenn ich jetzt übe, zum Beispiel Pendelnadel, dann pendel ich auch, aber ansonsten, wenn man eine normale Schuppung braucht, eine normale Schweißnaht, dann macht man das nicht. Und dann finde ich es nochmal wichtig, muss man halt mal rauskriegen für sich, ob man auf sich zuschweißen will, weil dann finde ich halt schön, sieht man halt das Schmelzbad richtig gut. Dann muss man nur gucken, wie man den Draht dazu führt. Ob man den dann von vorne oder seitlich.
Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn man seitlich dazu gibt, kann es auch mal passieren, dass dann auf der linken Seite von der Schweißnadel so ein Stück Rest bleibt, was dann zu erhöht ist und dann die Schuppung einfach nicht schön aussieht. Tut jetzt dem Haltbarkeit eigentlich keinen Abbruch, aber es ist halt eine Optiksache. Oder ob man dann halt einfach von rechts nach links, und da muss ich dann halt immer relativ weit runter und von unten gucken. Und dann, ja, ist es so ein Geschwindigkeitsgefühl, wie schnell schweiße ich, wie oft muss ich tupfen. Übungssache. Wann entscheidest du denn, dass du den Draht reingibst? Wie sieht dann das Schmelzbad aus und lässt du den Brenner auf der Position oder ziehst du die Nadel ein bisschen weg? Also von der Position, von der Höhe mache ich nichts, wenn, dann werde ich nur schneller, weil umso länger ich drauf halte, umso mehr Wärme kommt ins Material. Sprich, ich muss schneller werden, wenn ich eine ordentliche Schuppung haben will. Wenn es schon viel zu warm ist, dann entweder mit der Zweitastenbelegung arbeiten oder kurz aufhören, die Ampere einfach runterregulieren. Kann man dann meistens schon so 20, 30 Ampere runtergehen. Was natürlich auch wieder dazu führt, die Schweißnadel ist erst breit, dann wird sie wieder schmal. Deswegen finde ich die Zweitastenbelegung ganz gut. Oder man muss dann die Geschwindigkeit anpassen, dass man einfach schneller schweißt. Ja. Und wenn man merkt, es fällt zu sehr ein, weil man mit, sagen wir mal, 130 Ampere schweißt, dann kann man auch zum Anfang, fand ich es besser, um die Schuppung zu üben, mit dem 3-2er Draht zu schweißen. Und den Draht, drückst du den richtig rein oder tupfst du wirklich nur ganz leicht? Also wenn ich jetzt was altes Aluminium schweiße, dann kann man den auch mal drücken, weil dann geht es manchmal vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn ich jetzt neues Aluminium schweiße, dann tupfe ich ihn eigentlich nur ins Schmelzbad. Also wirklich, der Brenner ist ja, kann ja leicht nach hinten, dass das Schmelzbad auch nach vorne läuft. Und dann kann man es wirklich so leicht einfach reintupfen. Umso höher die Amperezahl ist, umso schneller muss man beim Tupfen natürlich werden, weil beim Hingehen der Draht schon abschmilzt und ich bin noch nicht mal im Schmelzbad. Und dann hast du das Problem, dass du den eigentlich nachschieben musst und dich wieder auf eine neue Bewegung konzentrierst. Genau, also dann haben wir noch den Sachverhalt, dass wir nicht nur tupfen, sondern auch noch mit dem Daumen oder Zeig, ja gut, da gibt es auch unterschiedliche Techniken, noch nachschieben muss, richtig. Und dann ist es bei einem 2-4er Draht natürlich bei der Hitze auch wieder, man muss viel schneller werden. Deswegen, so zum Üben, finde ich eigentlich den 3-2er ganz gut, wenn man im höheren Ampere-Bereich ist. Das heißt, würdest du einmal die Bewegung zeigen, wie eine Trockenübung, dass du einmal den Brenner führst und den Draht zugibst? Also einfach mal so von rechts. Genau, dass man einfach mal sieht, also, was so der Rhythmus ist. Ja. Also ich mache es dann immer so, ich lasse den Draht immer relativ lang vorne und gehe dann lieber mit der Hand ein bisschen drauf zu. Ist aber auch wieder so eine Geschmacks- oder Übungssache. Viele wollen es relativ kurz haben und schieben dann einfach dazu, wie sie halt brauchen. Ja, und dann einfach, wie gesagt, ich würde die Hände, kann man beide auflegen, wenn man das sich schön vorne hinlegen kann. Dann würde ich einfach anfangen aufzuschmelzen und dann würde ich eigentlich, also ich gehe mit dem Brenner eins vor, dann tupfe ich, gehe wieder mit dem Brenner vor, tupfe ich, Brenner, tupfen und so gehe ich dann immer Stück für Stück einfach vor. Aber interessant, du bewegst den Draht sozusagen von so ein bisschen von links nach rechts rein. Ich habe es auch schon gesehen, dass Leute, die, also sozusagen ohne so einen Bogen reingehen, sondern einfach so über ihre Finger das gerade auf der Linie mit der Naht machen. Da habe ich halt das Problem oder schon oft gehabt, weil ich halt in einer hohen Amperezahl schweiße, dass er dann halt wegtropft, deswegen tue ich ihn immer weg. Okay. Und dass er auch nicht zu warm ist, dass wenn er jetzt noch viel wärmer hat, der Draht, und ich gehe wieder hin, kann es halt sein, dass er schon wieder runtertropft. Okay. Deswegen versuche ich ihn wirklich immer aus dem Bereich rauszunehmen und dann ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, geht für mich halt schöner von der Schuppung her. Okay, gibt es irgendeinen Trick zu vermeiden, dass der Draht an die Nadel kommt? Üben. Das passiert jedem. Das passiert, glaube ich, auch jedem, der jeden Tag schweißt. Man hat mal einen Tag, wo man nicht einmal die Nadel anschleifen muss und man muss das an einem Tag 10-mal machen. Also da ist halt nur vielleicht der einzige Tipp, die Nadel muss halt diese 4-5 mm draußen sein. Und das passiert dann eigentlich meistens, wenn man zu nah ans Schweißbad rankommt, ans Schmelzbad, also ein bisschen den Abstand bewahren. Und wenn man es nicht richtig sieht, dann sind so die Punkte. Also ich merke das auch oft, dass ich dann in so eine Zwangslage komme und ich sehe das Schmelzbad schon nicht mehr richtig, will aber die letzten 10 cm noch fertig machen. Und da passiert das dann meistens. Ach, ich habe die Nadel nicht gesehen, bumm, rein. Ja, oder man macht den Brenner schon aus und man sieht nichts mehr und dann... Das ist mir auch schon oft passiert, dass ich so zum Schluss beim Runder, beim Ausschalten nochmal reinkomme. Ja, das sind so Dinge, die passieren halt. Okay, was macht man, wenn man mal hängen geblieben ist? Gibt es da irgendwie... Ja, also bei Aluminium empfehle ich, sofort die Nadel vorne abzubrechen, weil sich ja dann Aluminium in der Nadel befindet und das sieht man dann sofort. Aber kann man mal testen für die, dass sie verstehen, warum das so ist an dem Blech. Der Lichtbogen, der springt dann einfach. Also man kann den nicht mehr gezielt dorthin führen, wo man haben möchte. Und das führt halt dann dazu, dass die Schweißnaht noch schlimmer wird. Also zum Üben ist es okay und wenn es jetzt nicht auf eine gerade Schweißnaht ankommt, ist es egal. Aber wenn man halt eine schöne Schuppung machen will und das geradlinig sein soll, dann lieber abbrechen, vorne neu anschleifen, weitermachen. Okay. Das heißt, können
Übungen, Trockenübungen, ohne jetzt direkt wirklich zu schweißen, kann das auch irgendwie helfen, dass sozusagen der Körper den Ablauf, den Rhythmus ein bisschen speichert? Oder also sagst du einfach direkt probieren und sehen, was schief geht? Einfach schweißen. Bleche nehmen und schweißen. Also nur Trockenübungen, glaube ich, ist Quatsch. Ich würde es halt wirklich direkt, weil dann sieht man auch gleich, also man kriegt dann, man schult halt mehr, man schult gleich das Auge, wie sieht der Schmelzbad aus, und dann kann man mal vergleichen, dann ist schon Wärme im Blech drinne. Das muss man sich dann halt auch merken, wenn ich jetzt hinten schweiße, könnte ich vielleicht schon runterregulieren von Amperezahl, weil ich ja schon Wärme ins Material gebracht habe, oder ich nehme ein anderes Blech, fange wieder von vorne an. Also ich würde immer dabei schweißen. Okay. So nah wie möglich an der Realität. Genau. Gut. Dann würde mich mal interessieren, wenn ihr Wickschweißen, wenn ihr Wickschweißt, was macht ihr denn da? Oder was waren eure Fehler am Anfang? Oder ja, was hat euch geholfen? Schreibt auf jeden Fall mal einen Kommentar, wenn ihr da irgendeinen Tipp habt für die Leute, die da noch Probleme mit haben. Und dann danke fürs Erklären. Sehr und gerne. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glöckchen abonnieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und danke fürs Zusehen.